Preis dem Herrn. Halleluja. Herr, dein Erbarmen ist groß. Wunderbar. Ja, Lob und Dank. Wer hat gestern Abend einen Segen empfangen? Diejenigen, die nicht hier waren, den würde ich doch raten, vielleicht doch eine Kassette euch zu besorgen. Besorgt euch eine Kassette und hört einmal zu und hört noch einmal zu und immer wieder. Ich glaube, es ist ungeheuerlich wichtig, dass wir uns auf diese besonderen Fragen oder Antworten hin ausrichten. Und dann werden wir die Wunder Gottes in unserem Leben sehen. Halleluja. Wie man den Goliath zu Fall bringt und wie man als kleiner David siegen kann, das ist eine ganz wichtige Sache. Stimmt das? Halleluja. Preis sei Gott. Nun, heute Abend, ich habe heute Nachmittag gebetet im Heiligen Geist und mit einem Mal fiel ein etwas so stark in mein Herz und ich glaube, dass Gott will, dass ich heute Abend hierüber spreche. Ich möchte heute Abend schlicht und einfach über das Blut Jesu sprechen. Über das Blut Jesu. Ich bin noch ein altmodischer Evangelist. Halleluja. Ich glaube an die Kraft des Blutes Jesu. Und ich sage es zur Ehre Gottes, ich glaube es so sagen zu können, 100.000 Male. Hunderttausende Mal habe ich gesehen, dass das Blut Jesu Christi auch heute noch dieselbe Kraft hat. Halleluja! Halleluja! Ich sprach heute Morgen zu einigen Brüdern vom BFP und ich sagte ihnen dieses: Wer den höchsten Berg treffen will, der muss auf den Mond zielen. Stimmt das? Wer den höchsten Berg treffen will, der muss auf den Mond zielen. Mit anderen Worten, du musst dein Ziel hochsetzen. Und die Bibel sagt, also hat Gott die Welt geliebt. Und die Welt momentan besteht aus mehr als 4,5 Milliarden Menschen. Dann ist diese Versammlung winzig. Und auch in Afrika, ich bin überhaupt nicht mit 70.000 zufrieden. Bin ich nicht. Und das sage ich nicht, weil ich hier oben irgendwie eine Schraube locker habe. Manche Leute denken, ich habe eine Schraube locker. Wirklich wahr. Ach du mit deinen großen Zahlen. Ja, das sind nun mal große Zahlen. Die Not drückt sich in riesig großen Zahlen aus. Wieso sollen wir an dieser riesigen Not vorbeigehen? Ich meine, dass jeder Mensch das Recht hat, auf Erden das Recht hat, die frohe Botschaft zu hören. Und ich frage euch, wenn wir, die wir die frohe Botschaft, die gute Botschaft, das Evangelium kennen, es ihnen nicht sagen, wer soll es denn ihnen sagen? Es ist unsere Pflicht und es ist unser Auftrag. Und so wird es geschehen. Ich will euch noch etwas sagen, damit ihr nun denkt, ich bin total abgefahren. Als wir in Kapstadt waren, sprach der Geist Gottes zu mir: Du wirst bald, sehr bald, 500.000 Menschen in einer einzigen Versammlung haben. Dann kam ich nach Johannesburg und wir hatten eine Gebetsversammlung mit einigen Pastoren. Mit einem Mal steht der eine Bruder auf und sagt zu mir: Reinhard, der Heilige Geist hat mir eben gesagt, du wirst sehr, sehr bald
in einer einzigen Versammlung 480.000 Menschen haben. Ich sag, schweig, bei dir stimmt's um 20.000 nicht. Halleluja! Und ich sag euch, wenn wir selbst eine halbe Million von Menschen in einer einzigen Versammlung haben, dann dauert das noch eine ganze, ganze Weile, bis alleine Afrika das Evangelium hört. Stimmt das? Also ich sag euch eins, ich vertraue Gott für Millionen von kostbaren Seelen. Halleluja. Und ihr seid Teilhaber daran. Amen. Kommt, wir preisen mal den Herrn. Macht's mal richtig. Oh, Halleluja, 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 Halleluja. Als ich damals Missionar in Lesotho war und ich manches Mal zu 5 Leuten in einer Lehmhütte gepredigt habe und als ich ihnen dann sagte, ich glaube, dass ich einmal zu Tausenden von Menschen predigen werde, da haben sie auch gedacht, ich habe eine Schraube locker. Aber so ist das halt, so ist das halt. Ich kann euch eins sagen und ich sag's jedem, der es hören will. Gott will in dieser Zeit Großes tun. Wir müssen uns darauf einstellen. Und ich wiederhole jetzt, was ich gestern Abend gesagt, heute Morgen gesagt habe. Wir dürfen unsere Zukunft nicht an unserer Vergangenheit messen. Habt ihr es gehört? Sag's noch einmal. Wir dürfen unsere Zukunft nicht an unserer Vergangenheit messen. Wir wollen mal die Vergangenheit vergessen und sagen, Herr, wir wollen unsere Zukunft an dir messen. Alles ist möglich. Die Welt soll gerettet werden. Wir werden Anteil daran haben. Deutschland wird überfließen. Mit der Kraft von der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Preis dem Herrn. Oh, gelobt sei der Name des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn. Halleluja. Ach, wisst ihr, wir machen. Gestern habe ich gesprochen, wie man eingeschlossen ist im Lobpreis. Komm, wir stehen noch mal auf. Sind die Organisten noch da? Wir heben die Hände auf zu dir, Herr. Unser Mund ist voll. Moment mal. Ich will es euch erklären. Wir wollen jetzt singen, wir heben die Hände auf zu dir, Herr. Und wir heben nicht nur unsere Hände auf, wir machen auch unsere Herzen auf. Nicht wahr? Aufgehobene Hände sind nichts, wenn nicht das Herz geöffnet ist. Und wenn wir unsere Hände zu Gott emporheben mit einem offenen Herzen, dann mit einem Mal kommt der Geist Gottes herabgeschwebt. Und dann wollen wir einfach weiter singen, den Herrn in neuen Zungen loben und preisen. Ich kenne keine bessere Vorbereitung für die Verkündigung des Wortes Gottes. Und wenn hier Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen, die werden jetzt in Berührung kommen mit dem Strom des Heiligen Geistes. Und bevor die Versammlung zu Ende ist, werden sie jubelnd und jauchzend und weißer als der Schnee diesen Raum verlassen. Kommt, wir heben unsere Hände und singen es gleichzeitig. Wir heben die Hände auf zu dir, Herr. Unser Mund ist voll Lob, unser Herz voll. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Unser Wir preisen dich, Herr, und dann singen wir im Heiligen Geist. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr.
sinnvollen Tag. Wir preisen dich, Herr. Ura balalama shandalanduru. Wir kommen jetzt zu Gottes Wort. Ich habe heute Abend eine schlichte evangelistische Botschaft, ich habe es euch schon gesagt und ich entschuldige mich noch nicht mal dafür, wisst ihr? Es ist nämlich herrlich, Gottes Wort zu verkündigen und dessen gerade diese kernigen, schlichten Wahrheiten, das habe ich erlebt weltweit, die schlagen ein wie der Blitz. Stimmt das? Halleluja! Preis sei Gott! 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und jetzt kommt's. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Von aller Sünde. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Sagen wir das mal zusammen. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Wie viele von euch glauben das? Oh, Halleluja. Ja, dann bin ich ja unter den Christen hier, unter den Gläubigen. Halleluja. Ich möchte eine ganz wichtige Frage beantworten. Und die Frage, die wird immer wieder gestellt. Nicht nur hier in Deutschland, ich höre sie in Afrika, ich habe sie in Südostasien gehört, ich habe sie auch in Amerika gehört, ich höre sie überall. Und die Frage ist, wieso hat das Blut Jesu Christi solch gewaltige Kraft? Wieso? Warum? Weshalb? Wieso? Der Tod Jesu Christi, was war das für ein so besonderer Tod? Viele andere sind vor ihm gekreuzigt worden, viele andere sind nach ihm gekreuzigt worden. Wieso war er etwas so Außergewöhnliches? Warum soll sein Blut besondere Kraft haben? Woher wissen wir das? Wer sagt das? Woher wissen wir, dass das Blut Jesu Macht und Kraft hat, uns von jeder Sünde zu reinigen? Weil man es erleben kann, das ist noch kein Beweis. Warum? Was ist hier der legale Punkt, juristisch gesehen? Denn das war ja doch eine juristische Sache, von Gott aus gesehen, dass einer für alle sterben konnte. Und ich sage euch, die Antwort liegt ganz schlicht und einfach im Ursprung des Blutes Jesu. Im Ursprung des Blutes Jesu. Die Kraft des Blutes Jesu liegt im Ursprung des Blutes Jesu. Halleluja. Und da möchte mir ist das vor ein paar Monaten mal durch mein ganzes Herz gezogen. Und ich möchte euch das einmal kurz mitteilen, denn das ist hochinteressant. Das ist hochinteressant. Matthäus Kapitel 1. Matthäus Kapitel 1 haben wir ja das gesamte Geschlechtsregister, nicht wahr? Von Abraham bis Jesus. Und das weiße Blatt bei dir in der Bibel, das hast du noch nie gelesen. Einmal hast du es gelesen und dann war das so langweilig, dann hast du das schnell übergeschlagen. Das interessiert uns nicht so arg. Manch einer, der anfängt, das Neue Testament zu lesen, der bleibt da stecken und liest nie weiter. Und dabei ist das eine ganz wunderbare Sache, denn es bringt uns zur Antwort dieser Frage, die ich eben angeschnitten habe.
Lasst mich mal hier etwas ausdehnen. Da heißt es, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und lasst mich noch mal das eine einfügen. David hatte ja viele Söhne. Er hatte Söhne, die waren Mörder. Er hatte Söhne, die haben furchtbare Verbrechen begangen. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Und David hat dann den Besten von den Ganzen genommen und ihn zu seinem Nachfolger gemacht. Gott hat ihn ja auch gesegnet. Aber Davids Träume von der Zukunft wurden nicht erfüllt in Salomo. Davids tiefstes Begehren nach dem ewigen Thron in Jerusalem wurde nicht erfüllt durch seine eigenen Söhne. Und hier mit einem Mal kommt der Heilige Geist über den Matthäus und da schreibt der Matthäus dieses Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes David. Halleluja! Jawohl, Jesus Christus, der Sohn Davids, das ist der Sohn, von dem David prophezeite. Das ist derjenige, in dem sich alle seine Hoffnungen, alle seine Sehnsüchte, alle seine Träume erfüllten. Halleluja! Und ich kann dir eins sagen, das kann man gut ableiten auf unser eigenes Leben. Wie viele Enttäuschungen haben wir schon hinter uns? Vielleicht mit unserer eigenen Familie, mit Verwandten, mit Bekannten, man hat auf gewisse Leute all sein Hoffen gesetzt und das ist alles kaputt gebrochen. Hier kommt's und dann wird quer über unser Leben geschrieben, Jesus Christus. Er ist die Erfüllung aller unserer Sehnsüchte. Stimmt das? Sagt mal Amen. Amen. Halleluja. Und dann kommt hier die ganze Geschlechtstafel. Ich will mir gar nicht mal die Zeit nehmen, das zu lesen. Dann heißt es, und der zeugte den und der zeugte den und zeugte, 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 bis dann ganz zum Schluss, im 16. Vers, kommen wir jetzt zum Höhepunkt. Da heißt es hier, Matthan zeugte den Jakob. Jakob zeugte Josef. Hört ihr gut zu? Den Mann der Maria, von welcher geboren ist Jesus. Jakob zeugte Josef und dann hört's mit dem Zeugen auf. Dann steht hier nicht, und Josef zeugte Jesus, denn Josef war nicht der Vater Jesu. Mit einem Mal ist hier praktisch, wird die Kette durchschnitten. Die Könige Israels, da die besten Männer, die waren nicht in der Lage, unsere Menschheit war nicht in der Lage, den eigenen Erlöser hervorzubringen. Wir konnten nicht unseren eigenen Retter hervorbringen. Nicht der Beste unter uns war gut genug. Deswegen heißt es hier, Jakob zeugte Josef und dann kein zeugte. Und dann heißt es, lass mich das noch einmal lesen, das ist einfach so wunderbar. Den Mann der Maria, von welcher geboren ist Jesus, der genannt wird Christus. Halleluja. Ich weiß nicht, ob das noch die medizinische Erkenntnis von heute ist, aber ich sag's trotzdem mal, ich habe das ja mal gelesen. Wisst ihr, Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse, die verändern sich ja schnell in unserer Welt. Stimmt das? Sehr, sehr schnell. Wisst ihr, warum? Warum jeden Tag eine neue Zeitung gedruckt werden muss? Wisst ihr das?
weil sich die Meinung der Menschen jeden Tag ändert. Wisst ihr, warum wir nur eine Bibel haben? Wisst ihr, warum wir nur eine Bibel haben? Halleluja! Weil Gott seine Meinung nicht ändert. Im gesamten Universum ist er der einzige ruhende Pol. Und dann kommen Leute, die wollen gelehrt sein und machen ihre Späße über Gottes Wort. Da machen sie ihre Späße über die Jungfrauengeburt Jesu. Dann meinen sie, das ist der Witz des Tages. Und was für schmutzige Witze werden in Verbindung mit dieser herrlichen biblischen Wahrheit erzählt. Furchtbar. Und da meint man noch klug zu sein. Die Weisheit der Welt ist doch Torheit mit Gott. Habt ihr das auch schon gewusst? Stimmt das? Ich will euch mal etwas sagen, was wir Menschen tun können. Jeder Dummkopf kann die Kerne in einem Apfel zählen. Aber nur Gott kann die Äpfel in den Kernen zählen. Stimmt das? Habt ihr es mitbekommen? Einer da, der isst gerne Äpfel da oben. Wir müssen uns beugen vor dem Schöpfer Himmels und der Erden und sagen, Herr, dein Wort ist wahr. Herr, wir beugen uns vor dir. Du weißt mehr als wir alle zusammen. Und Gottes Wort gibt uns die Hintergründe. Gottes Wort zeigt uns, weshalb, warum, wieso. Da Kraft in dem Blute Jesu ist. Und wenn du einmal begreifst, warum da Kraft in dem Blut Jesu ist und du dann dieses Blut anwendest, und zwar in dieser Stunde, dann wirst du fröhlich deine Straße ziehen, gerettet für Zeit und Ewigkeit, herausgeholt aus den Klauen des Teufels und dieser üblen, bösen, schmutzigen Gewohnheiten und Gebundenheiten. Halleluja, okay, braucht gar nicht klatschen momentan. Ja, da habe ich mal gelesen, da haben sie gesagt, also, dass der Vater immer das Blut dem Kind gibt. Ich bin ja kein Mediziner, aber ich sag mal, was ich gelesen habe. Der Vater vererbt dem Kind das Blut. Und naja, wenn in einem gewissen Fall Zweifel bestehen, wer nun der Vater eines gewissen Kindes ist, dann wurden Blutproben gemacht. Und dann hat man das Blut verglichen. Und so wurde manches Mal die Vaterschaft festgestellt. Ob das immer noch medizinisch richtig ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich bin kein Mediziner. Aber eines weiß ich wohl, dass hier ein Geheimnis aufleuchtet. Und die nächste Frage ist diese. Wer ist denn der Vater Jesus von Jesus Christus? Und damit bekommen wir eine Idee. Warum, weshalb, wieso das Blut Jesu Christi ungeheure Kraft hat. Deswegen nennt es auch Petrus das kostbare Blut. Von keinem Blut lesen wir in der Schrift, dass es kostbar genannt wird. Aber das Blut Jesu Christi ist kostbar genannt. Es steht in dem Zusammenhang kostbarer als Gold und als Silber. Denn Gold und Silber haben uns nicht erlösen können, sondern das kostbare Blut Jesu Christi. Als Christus am Kreuze starb und sein Blut floss, da floss himmlisches Blut. Da floss heiliges Blut. Und ich sag dir, da ist so viel Kraft in dem Blut Jesu. Ein Tropfen, glaube ich, wäre genug für die ganze Bundesrepublik. Halleluja. Von Generation zu Generation
immer wieder, die Kraft ist und bleibt im Blute Jesu. Und wer da will, der komme und empfange. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von jeder Sünde. Halleluja! Meine Bibel sagt, und der Heilige Geist überschattete Maria und sie empfing durch den Heiligen Geist. Und dieses Heilige wurde geboren. Und der Engel kam und sagte, du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk erlösen von ihren Sünden. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Eingeborene, heißt es in unserer Bibel. Eigentlich richtig übersetzt müsste es heißen, der einzig Gezeugte des Vaters. Und aufgrund dessen hat das Blut Jesu Christi Macht, die schlimmsten Ketten des Teufels zu zerbrechen und dich von aller bösen Teufelsmacht zu befreien und zu erlösen. Halleluja! Ich kann euch sagen, ich wünschte, ich hätte die Stimme eines Löwen. Ich würde den Namen Jesus über den ganzen Globus rufen wollen. Halleluja! Was für ein herrliches Evangelium! Was für ein herrliches Evangelium. Preis dem Herrn. Ja, ich möchte noch etwas ganz kurz erwähnen. Das ist ein bekanntes Beispiel und ich sage es aber trotzdem einmal. Die Kraft des Blutes Jesu wird nicht wirksam, wenn man davon hört. Die Kraft des Blutes Jesu wird erst wirksam, wenn man es im Glauben nach Gottes Verordnung und Anordnung anwendet. Es gibt Leute, die vertrauen der Tatsache, dass sie in einem christlichen Land geboren sind, dass das jetzt ihrer Seelenseligkeit ist. Es gibt Leute, die meinen, weil sie einer bestimmten Kirche oder Konfession angehören, dass sie dadurch selig werden. Ich sage euch, das ist eine große, große Irrlehre. Warum? Keine Kirche kann uns retten. Dich nicht deine und mich nicht meine. Warum nicht? Weil keine Kirche für uns gestorben ist. Jesus ist für uns gestorben. Und Jesus ist der einzige und der alleinige Retter. Stimmt das? Und Jesus rettet. Ich ziele immer nur auf Jesus ab. Und wenn ich auf Jesus komme, du, dann wird mein Herz warm. Dann spüre ich, da passiert etwas. Denn es ist Kraft in dem Blute Jesu. Halleluja. Ich fordere dich heraus heute Abend. Wenn du bereit bist, das Blut Jesu in deinem Leben anzuwenden, ich sage dir, dann wird aber der Teufel die Flucht ergreifen. Und die Ketten, mit denen du vielleicht so gebunden warst, die werden zersprengen. Und du wirst zum ersten Mal frei durchatmen können und sagen, Herr, ich preise dich. Jetzt weiß ich, es ist Kraft in dem Blute Jesu. Dieses Beispiel, lass mich das ruhig noch einmal sagen. Das Blut Jesu ist wie Seife. Seife tut nichts, solange sie nur herumliegt. Aber nimm sie mal in die Hand und dann fang mal an zu schrubben und zu reiben. Wende sie mal an, dann wirst du sauber. Und so ist es auch mit dem Blut Jesu Christi. Es ist nicht genug, dass man davon weiß. Es ist nicht genug, dass man das mal hört. Du musst sie persönlich anwenden. Nimm's an und dann wird es wirksam. Und du wirst mit Millionen von Menschen in aller Welt aufstehen können und sagen, jawohl, jetzt weiß ich's auch, es ist Kraft im Blute Jesu. Halleluja.
Es kommt auf die Anwendung an. Ich möchte euch mal was erzählen, was in Kapstadt passiert ist. Hat mich nämlich tief bewegt. Nach einer Versammlung, nach einer dieser bewegenden Versammlungen, ihr habt es ja gesehen, ich war K.O. Es war eine lange Versammlung. Die Versammlung, die fing nachmittags an. Ich glaube, wann fing sie an? Um drei. Fast drei hat Tillmann schon vergessen und ich auch. Wollen wir sagen, um drei, ich glaube, abends um acht, als es dunkel war, habt ihr ja gesehen, es war ja eine Versammlung da, nicht wahr? Als es dunkel war, war es zu Ende. Und ich komme da von der Plattform und ich ging dazu in unsere kleine Bürohütte, die da aufgestellt war. Und da kommt jemand und sagt, hier ist ein alter Mann, der möchte dich gerne sprechen. Und ich komme da hin, ich sehe, da ist ein alter Herr. Und der war auch noch deutsch. Ja, sage ich, wie geht's Ihnen denn? Ja, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Er sagt, ich habe große Probleme, ich habe große Probleme. Ich sage, da wissen Sie, ich war noch nie in so einer Versammlung. Ich will nicht sagen, welcher Kirche er angehört. Denn ich habe es nicht auf die Kirchen abgesehen. Gar nicht. Ich verkündige Jesus. Er sagt, wissen Sie, ich habe so etwas noch nie erlebt und noch nie gehört. Ich sage, sagen Sie, haben Sie denn schon Ihr Herz für Jesus geöffnet? Nein, sagt er, das habe ich nicht. Für mich ist das alles neu. Er sagt zu mir, Herr Pfarrer, für mich ist das alles neu. Wenn der gewusst hätte, dass ich nur ein Evangelist bin. Und dann erzählt er mir, ich kann das euch gerne sagen, das mag manch einem helfen. Er sagt, wissen Sie, ich bin 20 Jahre in Südafrika. Jede Nacht, wenn ich in mein Bett gehe und ich wache um Mitternacht auf, da habe ich eine ganze Schlangenbrut, die auf meinem Bauch liegt. Und er sagt, ich habe Angst, mich zu bewegen, denn wenn ich mich bewege, dann kommt die Schlange hoch und faucht. Er war offenbar stark dämonisch gebunden. Da hing Spiritismus zusammen. Damit hing der Spiritismus zusammen. Eine schwere Waffe des Teufels. Ich sagte zu ihm, ich kenne ein Mittel, das Satans Macht bricht. Es ist die Kraft des Blutes Jesu. Ich sag, die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ich sag, rufen Sie doch jetzt mit mir zusammen den Namen Jesus an. Der Mann war bewegt. Er sagt zu mir, Herr Pfarrer, ich kann den Namen Jesus nicht anrufen. Ich sag, warum denn nicht? Er sagt, wissen Sie, ich war ein richtiger Nazi. Er sagt, wenn Sie wüssten, was ich über den Juden Jesus gesagt habe, dann würden Sie mir nicht sagen, ich soll jetzt zu ihm beten. Ich kann nicht beten. Ich darf nicht zu ihm beten. Mir war, als ob jemand mir mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen hat. Sowas hatte ich noch nicht gehört. Und da sagte ich, Herr, was soll ich dieser armen Seele sagen? Dem Teufel so total ausgeliefert. Der Geist Gottes sprach zu mir, ich sage, hören Sie mal. Jetzt weiß ich, was ich Ihnen sagen kann. Die Männer, die so gemein zu Jesus waren und die Nägel durch seine Hände trieben und durch seine Füße trieben. Zu diesen Menschen, als Jesus am Kreuz hing, ihrer gedachte er zuerst und rief vom Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich sag, wenn Jesus für die gebetet hat und die hat retten wollen, dann bin ich sicher, egal was Sie von dem
wie er sagte, Juden Jesus gesagt oder getan haben, er wird ihnen jetzt vergeben. Ich legte meinen Arm um ihn und dann kam es über seine Lippen zum ersten Mal in seinem Leben. Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner und wasche mich mit deinem Blut. Halleluja. Am nächsten Tag, als die Versammlung zu Ende war, da kam jemand und sagt, du, der alte Mann steht da hinten wieder. Ich schnell hingeflitzt diesmal. Ich sag, wie geht es Ihnen? Er strahlte wie die Sonne. Er sagt zu mir, Herr Pfarrer, die Schlangen sind weg. Halleluja! Halleluja! Ich sage dir eins, ich frage, Gott fragt nicht, woher du kommst. Der Herr sagt zu dir, wende dich zu mir, aller Welt enden und ihr werdet gerettet werden. Wer da will, der komme. Keine Sünde ist zu groß, die nicht vergeben werden könnte. Und keine Sünde ist zu klein, die nicht vergeben werden müsste. Und die Frage ist jetzt nicht, bin ich ein großer Sünder oder bin ich ein kleiner Sünder? Die Tatsache ist, wir sind alle Sünder und wir brauchen Jesus. Wenn du meinst, du bist nur ein kleiner Sünder und deswegen kommst du nicht zu Jesus, dann sage ich dir, deine kleinen Sünden werden dich verloren gehen lassen. Bring sie zu Jesus, ob klein oder groß, und du wirst gerettet sein. Halleluja. Je triumphierend brach das Lamm Satans Macht entzwei, durch das Blut am Kreuzestamm sind wir alle frei. Halleluja! Oh, Halleluja! Es ist Kraft in dem Blut, weil Jesus Gottes Sohn ist, weil er vom Vater gezeugt ist, der einzig Gezeugte des Vaters. Da ist Kraft. Und dieses Blut muss angewendet werden, persönlich angewendet werden, wenn es persönlich wirksam sein soll. Halleluja. Und noch etwas in diesem Zusammenhang. Und da denke ich an 3. Mose, ich glaube, es ist Kapitel 8. Ich sage das mal so. Das hat auch etwas mit Blut zu tun. Da hat Moses dann das Opfer geschlachtet. Dann nahm er von dem Blut und tat einen Tropfen an Aarons Ohr und an die Söhne Aarons, an die Ohren der Söhne Aarons. Dann nahm er einen Tropfen und tat diesen Tropfen an seine rechte Hand und noch einen Tropfen an den rechten Fuß. Einen Tropfen hier, einen Tropfen hier, einen Tropfen da. Halleluja. Wer zu Jesus kommt, wird mit diesem wunderwirkenden Blut des Lammes Jesu unsichtbar gekennzeichnet, markiert. Ja, Halleluja. Ihr mögt's nicht sehen, ich bin markiert. Mit dem Blute Jesu. Halleluja. Und ich sage euch, alle, die wiedergeboren sind, zu einer lebendigen Hoffnung, sind Markierte Gottes. Ganz bestimmt, unsere irdische Umwelt kann es nicht sehen. Aber die überirdische kann es sehen. Wenn ich durch die Straßen Stuttgarts gehe oder du gehst durch die Straßen deiner Stadt, woher du auch kommst, dann sieht es der Teufel, wer du bist. Er sieht Gott, der Herr hat dich markiert. Halleluja. Die Dämonen sehen es, du bist von Gott markiert.
Und du bist von Gott gesegnet. Und wen Gott gesegnet hat, den kann kein Teufel verfluchen. Hallo? Stimmt das? Jawohl, das stimmt. Wen Gott gesegnet hat, den kann kein Teufel und den kann kein Mensch verfluchen. Und wenn sie es versuchen, dann prallt der Fluch ab und kommt auf deren eigenen Kopf. Das sagt doch das Buch Sprüche. In den Sprüchen steht es geschrieben, dass der Fluch zu dem Verflucher zurückkehrt. Oh, Halleluja. Preis sei Gott. Und wenn wir markiert sind mit dem Blut Jesu, dann sage ich dir, dann sind wir mehr als Überwinder. Der Heilige Geist in uns, das Blut Jesu an uns, so gehen wir von Sieg zu Sieg. Wie heißt es im Buch der Offenbarung? Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Halleluja! Halleluja! Oh, gelobt sei der Name des Herrn. Markiert, markiert, markiert. Und dann hat das Blut Jesu noch eine weitere Funktion. Das will ich euch auch noch ganz schnell sagen. Denn hier hapert es bei manchen. Immer und immer und immer wieder. Wie oft kommen Leute zu mir und sagen, wissen Sie, ich werde einfach nicht froh. Ich war nämlich so ein großer Sünder. Ich werde nicht froh. Immer wieder muss ich an meine alten Sünden denken. Und der Teufel sagt mir, dass meine großen Sünden nicht vergeben sind. Was der Teufel sagt, das ist mir schnuppegal. Das ist doch der Vater der Lüge. Wieso glaube ich dem Vater der Lüge? Hört ihr zu? Und was die Menschheit sagt, das ist mir auch gar nicht so wichtig. Mir ist wichtig, was Gottes Wort sagt. Und ihr habt es vorhin alle wiederholt, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Und höre gut zu, wenn Jesus dir vergeben hat, dann musst du dir selber auch vergeben. Hörst du es? Und wenn du jetzt sagst, ich, Herr, habe deine Vergebung empfangen, jetzt vergebe ich mir auch selber. Mit einem Mal wirst du von diesem Schuldkomplex losgeschnitten. Du wirst losgeschnitten und mit einem Mal steigst du empor wie ein Adler in Höhen, die du vorher noch nicht gekannt hast. Preis und Dank sei dem Herrn. Lass dich doch nicht vom Teufel zum Narren halten. Stell dich auf Gottes Wort. Lies Gottes Wort. Lerne diese Schriftstellen auswendig. Immer und immer und immer und immer wieder. Wiederhole sie. Immer und immer und immer wieder, bis sie richtig einsinken. Ich lese manches Mal eine Bibelstelle 20 Mal hintereinander. Und was ich beim 10. Mal noch nicht habe sehen können, das sehe ich beim 11. Mal. Und was ich beim 15. Mal nicht habe sehen können, das sehe ich beim 16. Mal. Lies das einmal immer und immer wieder, dass das so langsam einsinken kann. Und mit einem Mal dann merkst du, da ist Kraft in dem Worte Gottes. Jesus hat mir alle meine Sünden vergeben. Durch das Blut am Kreuzesstamm sind wir alle frei. Sag mal Amen. Halleluja! Was Gott an dem alten Nazi getan hat, stellt euch das mal vor, das macht er an all denen, die seinen Namen anrufen und sagen, Herr, erbarme dich. Dann heißt es noch in Hebräer, ich glaube, das ist Hebräer 9, Vers 14, dass das Blut Jesu uns auch von einem bösen Gewissen befreit. Hallo! Das Blut Jesu befreit uns von einem bösen Gewissen. Ich sage euch, manche Gewissen sind so tief verwundet. So tief verwundet. Fast tödlich verwundet, nur mit dem Unterschied, dass sie nicht sterben können. Aber das ist ein erschwert
Und es rumort. Und es wird betäubt mit allen möglichen Mitteln. Aber dann bricht es doch wieder durch. Es bricht doch wieder durch. Was für ein Sumpf. Was für ein Sumpf der Sünde ist in unseren deutschen Landen. Ich glaube, noch nie so gewesen wie jetzt. Stimmt das? Die Zeitungen schreiben darüber. Die Zeitungen sagen zum Beispiel, wie Kinder sexuell von ihren eigenen Eltern belästigt werden. Und sie sagen, das ist nicht mal eine Ausnahme. Man spricht von einer Epidemie. Stellt euch mal die Kinder vor. Die Kinder wachsen auf mit diesem Furcht, mit dieser furchtbaren Wunde innen drin. Oder stellt euch mal selbst den Elternteil vor, den schuldigen Eltern oder Verwandtenteil vor. Auch da ist eine Wunde und das ist dem Teufel gerade recht. Gerade recht. Ich sage euch eins und darüber freue ich mich. Wenn das Blut Jesu angewendet wird, dann kommt's, dann berührt's die tiefsten Wurzeln unseres Seins. Es heilt die tiefsten, tiefsten Wunden. Es löst vom bösen Gewissen. Ich habe keine Albträume mehr. Ich bin frei. Anstatt von der Hölle zu träumen, träume ich jetzt vom Himmel. Halleluja. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Ein Vater brachte mir seinen kleinen Buben. Der Junge war, glaube ich, 2,5 Jahre alt. Der Vater sagt zu mir, mein Junge wacht jede Nacht regelmäßig auf um dieselbe Zeit, um Mitternacht und schreit und sagt immer, ein Hund verfolgt ihn. Ein Hund verfolgt ihn. Und er sagt, das geht über Monate regelmäßig ohne Fehl. Ich sage, komm, ich weiß, wer dahinter steckt. Den kenne ich. Aber ich weiß auch, was ihn vertreibt und was seine Macht zerbricht. Sie brachten den Jungen zu mir. Ich habe mit dem Kind gebetet. Der Vater kam am nächsten Tag, sagt er, die erste Nacht durchgeschlafen. Halleluja. 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 Oh, das Blut. Die Kraft des Blutes Jesu. Unterschätze sie nicht. Unterschätze sie nicht. Wenn du heute zu Jesus kommst, dann sage ich dir, dann mit einem Mal spürst du die Kraft Gottes durch deine Seele gehen, durch deinen Sinn gehen. Der Friede Gottes durchzieht dich, der bleibende Friede Gottes. Und du weißt, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Durch die Kraft des Evangeliums, durch die Kraft des Blutes Jesu. Wer das glaubt, der sage Amen. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Und das wird jetzt passieren. Es wird jetzt passieren. Ich glaube, ich habe euch schon mal das Zeugnis erzählt. Es kommt mir gerade so in den Sinn. Aber das hat mich so tief bewegt. Das war ein Erlebnis, das damals der Charles Finney hatte. Soll ich es euch schnell erzählen? Der Finney sagt, er hat irgendwo gepredigt und da war auch so ein paar tausend Menschen da. Und am Schluss der Versammlung stand da jemand, ein fremder Mann da hinten bei ihm und sagte, Herr Pfarrer, hat er vielleicht auch gesagt. Hat er gesagt, wissen Sie, Preacher, ich möchte mich mal mit Ihnen unterhalten. Ich kann es aber nicht hier machen. Sind Sie so freundlich und kommen Sie in mein Haus. Und Finney sagt, er spürt in seinem Herzen, er sollte mitgehen. Er kannte den Mann nicht. Er sagt, sie gingen durch dunkle Straßen. Er folgte dadurch ein paar dunkle Straßen. Mit einmal blieb der Mann vor einem großen Haus stehen, holte einen Schlüssel raus, schloss auf. Beide gingen rein, Licht angeschaltet. Er sagt, es war ein großer Raum, Tisch und ein paar Stühle. Und er sagt, an der hinteren Seite war ein langer grüner Vorhang. Der Mann schloss die Tür hinter sich ab, als sie beide drin waren, und sagt, so, Preacher, kleinen Moment bitte, ich komme gleich wieder. Er verschwand hinter dem grünen Vorhang. Eine Minute später war er wieder da und hatte einen Revolver in der Hand.
und sagte, Sie brauchen keine Angst haben, Sir. Ich tue Ihnen kein Leid, aber heute Abend müssen Sie einige Fragen beantworten. Sagte, bevor ich mit meinen drei Fragen komme, nur mal ganz kurz das, stimmt das, was Sie gestern Abend gepredigt haben? Oh, sagte Finney, ich habe so viel gepredigt, was meinen Sie? Da sagte, Sie haben gepredigt, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Stimmt das? Ja, sagt Finney, natürlich stimmt das. Das sagt doch die Bibel. Okay, sagt er, jetzt kommt Frage Nummer 1. Sagt er, schauen Sie sich mal diesen Revolver an. Er sagt, dieser Revolver hat 4 Menschen getötet. 4. Er sagt, 2 habe ich selber getötet. 2 wurden von meinem Freund getötet. In seinen Augen blinkten, glitzerten die Tränen. Er sagt, sagen Sie mir, stimmt es trotzdem? Ist es trotzdem wahr? Ja, sagt Finney. Und wenn Sie selbst ein Mörder sind, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von alle Sünde. Sag mal Amen. Halleluja. Okay, sagt er. Die zweite Frage. Er sagt, wissen Sie, ich bin der Besitzer einer Bar. Einer Kneipe zu Deutsch. Er sagt, manches Mal klopft es an der Hintertür. Und wenn ich aufmachte, zu meinem Erstaunen sehe ich junge Mütter auf ihren Knien liegen. Sie halten ihre Säuglinge hoch und weinen heiße Tränen und sagen, bitte, Mister, verkaufen Sie keinen Alkohol mehr an unsere Männer. Wir haben den Teufel zu Hause. Es ist kein Brot im Haus. Haben Sie Erbarmen mit uns. Er sagt, ich habe mit den Füßen zugestoßen, die Tür zugemacht, mich nicht drum gekümmert und weiter meinen Schnaps verkauft. Er sagt, sagen Sie, Preacher, ist es immer noch wahr? Ja, sagte der Prediger. Es bleibt trotzdem wahr. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Oh, es wird schon besser. Halleluja. Er sagt jetzt die letzte Frage. Dann können Sie gehen. Er sagt, vor 13 Jahren traf ich ein bildschönes Mädchen. Ich belog es. Ich habe ihr gesagt, ich sei ein Versicherungskaufmann. Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich ein Kneipenbesitzer bin und ein Trunkenbold, ein Alkoholiker obendrauf. Wir heirateten, bis sie es dann merkte. Wir haben eine Tochter, die ist 8 Jahre alt. Margaret heißt sie. Und oft, wenn ich nach Hause komme, stockbetrunken, dann bin ich aggressiv und dann greife ich meine Frau tätlich an. Letzte Woche passierte es wieder, sagte er. Und als ich meine Frau angriff, kam klein Margaret dazwischen gelaufen, um ihre Mutter zu beschützen. Und ich war so voller Wut, ich packte das Kind und schleuderte es in die Ecke eines Zimmers. Margaret landete im Kaminfeuer. Sie verbrannte sich den linken Arm. Er sagt zu ihm, Preacher, ich bin kein Vater gewesen.
Ich war ein Teufel. Sagen Sie mir, ist's immer noch wahr? Finny sprang auf, schüttelte den Mann an den Schultern und sagte, Mann, wenn Ihre Sünde so rot ist wie Blut, soll sie weißer werden als der Schnee, denn das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Halleluja! Oh, ich möchte auch, dass die Tauben es hören. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Ja, und dann, lass mich kurz erzählen, was geschah. Er sagt zu dem Evangelisten, Sie können gehen. Der verschwand. Ich glaube, ich wäre nicht verschwunden. Denn jetzt geht's erst richtig los. Aber der verschwand. Nach seinen eigenen Worten. Der Mann blieb zurück, zog sein Jackett aus, setzte sich auf den Stuhl und dachte einen Augenblick nach. Ich glaube, in dem Moment fiel sein Entschluss, sprang auf, zog sich sein Jackett aus, ging da hinten zu diesem grünen Vorhang, zog den runter. Da hinten war sein ganzes Schnapslager. Und dann nahm er die riesengroßen Flaschen. Die ganze Nacht hat der Flaschen zerschmettert. Er war durchdrängt vom Alkohol, aber dieses Mal nur äußerlich. Und als die Sonne aufging, da war er sehr müde, aber er war sehr glücklich. Alles war kaputt. Halleluja! Alkohol ist ein Fluch. In Afrika wie kaum ein zweiter. Mord und Totschlag bringt es. Es macht alles kaputt. Ein Werkzeug des Teufels. Um es kurz zu machen, als er fertig war, zog er das Jackett über, ging über die Straße ins Wohnhaus hinein. Seine Frau war bereits in der Küche, machte Frühstück. Sie zitterten beide, Margret und die Frau. Sie hatten ja ihre Erfahrung. Jetzt geht der Tanz von vorne los. Margrets Arm war noch verbunden. Und dann ging er einfach die Treppen hoch, setzte sich dort in den Sessel rein. Die Mutter sagt, Margret, geh hoch und sag dem Papa, das Frühstück ist fertig. Margret hatte Angst, aber sie war gehorsam. Sie ging die Treppen hoch. Papa, Frühstück ist fertig. Komm bitte essen. Er guckt auf. Er sagt, Margret, Liebling, geh und sag der Mama, ich möchte kein Frühstück. Margret dreht sich um, schnell die Treppen runter. Mutter, Mutter, stell dir vor, was passiert ist. Was ist los? Der Papa hat zu mir Liebling gesagt. Nein, sagt die Mutter, das hat dein Vater noch nie zu dir gesagt. Du musst das falsch verstanden haben. Geh nochmal hoch und sag, dass das Frühstück fertig ist. Klein Margret war nun total konfus, aber sie ging hoch. Als er sein Töchterlein kommen sah, nahm er sie, legte seinen Arm um sie, zog sie auf sein linkes Knie. Die Mutter folgte. Sie spürte, hier war etwas komisch. Als er sie sah, griff er sie beim Arm, zog sie auf sein rechtes Knie, steckte seinen Kopf zwischen beide, die Arme um Beine und schluchzte und sagt, vergebt mir, vergebt mir. Ich war ja kein Ehemann. Ich war eine Bestie. Ich war kein Vater. Ich war ein Teufel. Aber heute Nacht hat das Blut Jesu Christi mich von aller meiner Sünde gereinigt. Halleluja! Halleluja! In der nächsten Abendversammlung
Als dieser Moment kam, dass gefragt wurde, wer möchte sein Leben Jesus übergeben, da sprang der Mann auf, die Frau sprang auf, Klein Margret in der Mitte, kamen sie da den Gang heruntergelaufen, warfen sich auf die Knie und Jesus hat alles neu gemacht. Gelobt sei der Name des Herrn. Es ist Kraft in dem Blute des Heilands allein. Wenn du der größte Trinker aus Stuttgart wärst oder vielleicht die größte Prostituierte oder was auch. Ich habe eine wunderbare Botschaft hier. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht alles neu und alle frei, die den Namen des Herrn anrufen. Amen. Halleluja. Oh, Halleluja. Und jetzt wisst ihr auch, warum, weshalb, wieso. Es ist Kraft. Kraft. Wunderbare Kraft. In dem Blute des Heilands allein. Wir wollen unsere Häupter neigen zum Gebet. Kommt, wir beugen unsere Häupter zum Gebet. Kurabashila barabanto rokosila la pariandua. Herr, ich preise dich, ich preise dich, ich preise dich. Heute Abend brechen Satans Ketten. Ich preise dich, Herr, dass du von jeder Sünde reinigst. Ich danke dir, Herr, dass du aus Lügnern ehrliche Menschen machst, dass du aus Betrügern ehrliche Menschen machst, dass du aus Ehebrechern treue Menschen machst, dass du aus Perversen normale Menschen machst. Ich danke dir, Herr, dass du an niemand vorübergehst in dieser Stunde. Und ich danke dir auch, oh du treuer Herr, dass du den größten Sünder retten kannst und den kleinsten retten willst. Oh, gehe nicht vorbei, oh Heiland. Hör des Herzens Schrei, da du anderen Gnad erzeigest, gehe nicht vorbei. Herr Jesus, rette junge Menschen am heutigen Abend. Junge Menschen, die von den Ketten der Sünde gebunden sind. Menschen, die sich innerlich selber aufgegeben haben. Aber Herr, heute Abend wird ihnen ein neues Licht aufgehen. Das Licht des Lebens durch das Blut Jesu Christi. Während alle unsere Häupter geneigt sind und wir so in der heiligen Gegenwart Gottes stehen, möchte ich fragen, wer ist hier heute Abend, der weiß, ich will gelöst werden, mir muss vergeben werden durch das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Jesus wird es jetzt tun, von Kopf bis Fuß, Seele, Leib und Geist. Halleluja. Wer ist hier, der sagen möchte, Herr, ich brauche Vergebung meiner Sünde. Ich möchte ein neuer Mensch werden durch deine Kraft. Dann heben Sie doch bitte ganz kurz Ihre Hand zum Zeichen. Alle Häupter sind geneigt, dieses ist keine Show. Heben Sie Ihre Hand, halten Sie sie hoch. Ich möchte doch ganz deutlich sehen, wer heute Abend sein Leben Jesus übergeben möchte. Ich sehe so viele Hände. Danke, 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 danke. Halleluja! Der Teufel ist der ewige Verlierer und Jesus ist der ewige Gewinner. Und wir gewinnen und siegen mit ihm. Da oben auf der Ballempore sind da Menschen, die auch, ja, ich sehe ihre Hände. Gott segne sie, Gott segne sie. Oh, Gott segne sie, Halleluja, Gott segne sie. Sind dort noch Menschen auf der Empore? Strecken Sie Ihre Hand Jesus entgegen. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, ist heute Abend wirksam. Halleluja. Wir wollen dieses Lied miteinander singen. Gehe nicht vorbei, o Heiland. Hör des Herzens Schrei, da du anderen Gnad erzeigest. Gehe nicht vorbei. Wir erheben uns dazu. Und ich möchte all die lieben Menschen bitten, die ihre Hände emporgehoben haben oder sie hätten emporheben sollen.
kommen Sie doch bitte herunter. Kommen Sie hier nach vorne. Ich möchte hier mit Ihnen beten. Jesus wartet auf Sie. Genieren Sie sich nicht. Niemand schaut sich um. Wir halten unsere Augen geschlossen. Wir schauen auf Jesus. Kommen Sie, so schnell wie Sie können. Jesus ruft Sie. Gehe nicht vorbei, o Heiland. Höhe des Herzens schrei. Tal du an der Gnadenzeit. Ja, Gott segne Sie, Gott segne Sie. Kommen Sie hier in die Mitte, kommen Sie hier in die Mitte. Kommen Sie hier in die Mitte. Halleluja.